Da hat einer direkt Bock, da hat einer direkt Bock, du kannst es dir nicht ausdenken. Zweiter Auswurf, zack, sofort geht hier der dicke Brocken drauf. Abgefahren. Gar nicht so schlecht, es wird wahrscheinlich ein Königslachs sein, was auch sonst. Und wenn jetzt auf dem Setup hier schön die Könige beißen, nehme ich die doch gerne mit. Schön auf Könige an der Yama, wenn das läuft, mit richtig großem Setup gerade, also 27 Kilo Schnur. Und ich habe kurz vorher noch gedacht, naja gut, wenn das denn jetzt hier läuft, da waren jetzt, nee, ich hatte, das ist glaube ich der dritte Auswurf, gleich nochmal in den Kescher gucken. Da waren jetzt ein paar kleine Fische drauf, maßig, verschiedene, ein Masu, eine Dolly war mit dabei. Und vor einer Stunde stand ich hier schon schön vorm Mittagessen, habe ich schon mal ein bisschen getestet. Und dann waren hier viele Ketas, aber groß und zum Ende hin auch schon ein König. Und da habe ich gedacht, ja komm, jetzt nochmal extra dick. Vielleicht kann man ja doch ein bisschen gezielter auf den König gehen und es scheint so, als ob man das wirklich kann. Schön gezielt auf die dicken Königslachse und dann will man die aber natürlich auch... Naja, man will die ja rauskriegen, man will die müde kriegen. Und guck mal hier, wie das mit den Kopfschlägen funktioniert. Das, guck mal, der ist sogar schon hier vorne. Da ist er schon. Ich bin gleich echt gespannt, wie schwer der ist. Der ist jetzt gar nicht abgehauen. Also der ist zwar so ein bisschen gezogen, aber ich habe dann die Bremse halt eben angezogen. Und ich habe jetzt hier gerade die Overlord in Verwendung und habe mir gerade vorher noch gedacht, allen baust du vielleicht gleich mal doch lieber um auf die Wenger, dann hast du noch ein bisschen mehr Power zum Bremsen. Aber die Overlord... Macht das auch. Richtig gut macht die das sogar. Guck mal hier, ey. Und das Schöne ist, man sieht das hier unten an den Kopfschlägen, das wird schön abgefedert die ganze Zeit. Ist das überhaupt ein König? Ja, müsste. Müsste. Ich habe gerade gedacht, der war so länglich. Vielleicht doch eher wie so eine Dolly. Aber es ist ein König. Ja, wie gesagt, das Abfedern hier unten, guck mal hier, wieder schön wippt. Und wieder die Power reingeht vom Fisch, seine Kopfschläge und alles. Und der Fisch hat keine Möglichkeit, richtig Schnur zu nehmen, weil das einfach so weich ist. Ich bin sehr gespannt. Was hat er an Gewicht? 15 Kilo. 15 Kilo, ohne dass der irgendwie abgehauen ist. Das ist doch cool. Das ist richtig cool. Vorher anderes Setup mit... Na gut, mit 15 Kilo auf dem 10 Kilo, nice hier auch, mit dieser rötlichen, mit der Laich, mit dem Laichkleid, rötliche Färbung, schon sehr cool. Also, das lohnt. Wir gucken auch mal direkt rein hier. Ich habe hier drauf die Nylonschnur. Nylonschnur vom Nordmeer. Die High Power Nylon ist eine Nylon-Angelschnur mit großem Durchmesser. Das sieht man tatsächlich. 0,7 mm ist schon ziemlich dick. Aufgrund ihrer Elastizität können sie auch sehr große Fische stark abfedern. Und das merkt man tatsächlich hier. Und ja, perfekt hier für Salzwasser, bla bla bla, braucht man natürlich nicht. Und die verschiedenen Farben, ja, nice to have. Also, die fette Nylonschnur. So macht das Ding doch auch Bock. So nehmen wir die da auch gerne mit. Ob jetzt in Orange oder in Grün, ist ja Schiedigol, ne? Das entscheidet ja nicht über die Fangeigenschaften sozusagen von dem Teil. Also das ist wurscht. Aber die Nylonschnur, die ich zuletzt auch schon mehrfach verwendet habe, einmal auch in Verwendung auf Hecht, und das war keine gute Idee, ich weiß nicht warum, mit 1,1 mm dick wurde die durchgebissen. Da war ich dann doch ein bisschen platt. Und hier jetzt gerade den Weiko. Den hatte ich gerade auch schon in Rekorde gesehen. Hier jetzt gerade sogar nur einen 1-0er Haken drauf. Und weißt du was? Ich baue hier nochmal um. Ich hätte gerne den Weiko. Und zwar in ein bisschen größer. Weiko 25. Das ist er. Mit einem größeren Haken drauf. Haben wir hier irgendwas, was so ein bisschen mehr Power hat? Der Rage-Strebe ist mir ein bisschen zu low. 4-0, 3-0 fände ich gut. Nehmen wir mal den hier. 3-0er Haken. Das ist, glaube ich, ganz gut und ganz passend.
Und dann nehmen wir ihn hier wieder drauf. 25er Weiko. Jetzt mit dem 3-0er Haken. Und hier im Detail war aber, glaube ich, auch schon ein bisschen Verschleiß auf der Bremse. Nö, minimal. Das ist minimal. Ja, man sieht eben Meeresangeln, ne, immer viel mit Bremse zu. Das heißt, es ist mehr Verschleiß auf Kugellager und Getriebe. Aber die Bremse wird kaum verwendet. Dementsprechend ging das richtig gut. Trotz allem nehme ich mal eben die Wenger. Das heißt, wir können jetzt hier auch die 27 Kilo komplett ausfahren. Und ich werfe locker flockig wieder raus. Da so habe ich gerade hingeworfen. Eingekurbelt. Ja, das kann ich jetzt natürlich nicht mehr ganz nachvollziehen. Ich glaube, ich war so... Naja, es hat sich so leicht bewegt, ne? Gucken wir mal. So, machen wir mal so um die 30 vielleicht. Und jetzt nochmal ein bisschen testen, ob hier die dicken Brocken drauf gehen. Das wäre natürlich richtig entspannt. Das wäre natürlich super, wenn das so klappt. Und jetzt hier schön ein König nach dem anderen reinballert. So sieht es aus. Wie gesagt, vorhin getestet, das waren so knapp 25 Minuten. Das ging sofort los mit einem dicken, fetten Keter, 6 Kilo. Und so weiter. Hier hatte ich vorher... Ach, das ist sogar noch vom Kuori. Der ist sogar noch vom Kuori gewesen, da stand ich. Aber das hier ging dann direkt los. 6 Kilo, 4 Kilo und so weiter. Also 7 Kilo. Direkt dicke, fette Keter. Die waren auch auf dem Weiko. 2505. Und dann kam dann irgendwann hier der Königslachs rein. Und da habe ich gedacht, okay, vielleicht doch eher, ne, gezielt auf König gehen, einfach nochmal testen. Und dann ging es hier auch gerade los, ja, in den Morgenstunden gerade, Dolly und so weiter, Masu, Königslachs, bam. Und wenn wir den jetzt hier gezielter kriegen mit diesem Setup jetzt hier, dann wäre das doch was. Dann wäre ich da doch dabei, schön hier gezielt auf Könige. Übrigens in der Nacht hat er fast gebissen, ne? Zack, der nächste Biss. Das ist halt auch wichtig, ne, dass jetzt hier, also trotz des übertriebenen Setups, dass dann hier doch noch verschiedene Fische reingehen. Wahrscheinlich werden hier weniger Silberlachse und Rotlachse reingehen, weil die ja dann doch eher so ein bisschen auf feineres Setup stehen. Ah, so, ein bisschen Kaffee draufkippen. Und ja, trotz allem, wenn jetzt hier ich nehme auch die Keters mit, ne? Also 5 Kilo Keterlachs oder sowas, gar kein Problem. Jetzt ist natürlich die Frage, wo wirft man genau hin? Ich glaube, ich hatte gerade so ein bisschen weiter rechts rüber geworfen, zu diesem Busch ungefähr. Also so ungefähr in diese Richtung. Und dann hier rüber gezogen. Aber der letzte König, der ist da vorne eingeschlagen. Also die sind immer so in diesem Bereich hier auch immer wieder anzutreffen. Und auch tatsächlich in der Nacht noch aktiv. Das heißt, man hat durchaus auch die Chance, in der Nacht auf den König zu gehen. Wäre vielleicht auch nochmal eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, tagsüber eher vielleicht fein und klein. Vielleicht da dann auch eher mit einem, ja, deutlich geringeren Setup ran hier. Und danach in der Nacht einfach nochmal auf König probieren. Und vielleicht ballert dann ja mal so ein richtig schön großer rein auf übertrieben großem Setup. Das wäre doch vielleicht eine Option. Vielleicht kriegt man so dann nochmal deutlich leichter die Königslachse einfach mal gezielt beangelt und dann eben, wie gesagt, mit großem Setup, zack, sofort der Biss, das ist gut. Jawohl. Ja. Ja, warum nicht? Einfach ran hier. Und es ist natürlich überhaupt gar nichts, ne? Jetzt hier mit 27 Kilo Schnur. Ja, ein bisschen geht er in die Bremse. Aber wir haben ja noch viel Potenzial. Das ist doch schön. Auch wieder 5 Kilo Keterlachs. Nehme ich alle mit. In der Gewichtsklasse ist das auch gar nicht schlecht. Das passt doch ganz gut. Vielleicht auch eine andere Führung. Vielleicht muss ich eher jiggen. Ich habe bisher jetzt hauptsächlich durchgeleiert. Vielleicht läuft es auch auf dem Jig besser. Das ist ja eh immer die Frage, was läuft gerade gut? Ist gerade dieses Jiggen angesagt? Zack, bis. Vielleicht ist das Jiggen eher angesagt. Also das muss man immer testen, ne? Wenn man an einer Yama steht, eins von beiden funktioniert meist ein bisschen besser als das andere. Also entweder geht das Jiggen ein bisschen besser oder das Durchleiern, manchmal ganz schnelles Durchleiern mit Pausen, manchmal einfach ganz langsames Durchleiern. Aber die Spielereien, die kennt man natürlich als Spinningfischer. Da weiß man doch mit umzugehen. Gerade hier im Endgame, da muss man da auch ein bisschen rumprobieren
und verschiedene Führungsmethoden anwenden, damit das klappt. Ja, ich teste noch mal ein bisschen und ich hoffe natürlich noch mal auf einen weiteren König. Na, ist das der nächste? Nee, wahrscheinlich nicht. Also, wir haben es jetzt 18 Uhr. Es sind immer wieder ein paar schöne Brocken reingegangen, aber bisher noch nicht ein weiterer Königslachs. Ist auch einfach immer wieder schwierig. Vor allem so auf gezielt. Wahrscheinlich wieder ein dicker Keter. Ja, naja, um die 5 Kilo Keter. Viele, viele Keter, aber auch einige Masolachse. Heißt also, wenn man es hier eben auch probiert, auf Maso mal zu angeln, speziell, dann natürlich vielleicht ein bisschen feiner, um eine höhere Chance zu haben, dann sollte das doch ganz gut gehen. Ich stehe jetzt hier die ganze Zeit und werfe eigentlich immer an die gleiche Stelle. Relativ entspannt, zweimal kurbeln, dreimal kurbeln, würde ich eher sagen, dreimal kurbeln und ein bisschen Pause machen. Ich werfe einfach nochmal aus. Also, wo ich jetzt die ganze Zeit, ach du Schande, wo ich jetzt die ganze Zeit hinwerfe, auf halb aufgeladen, zack, da vorne so hin. Bisschen treiben lassen. Und dann 1, 2, 3. Wieder warten. Dann kommt schon die Jig-Führung. 1, 2, 3. Und das ist es eigentlich. Da werfe ich jetzt so die ganze Zeit eigentlich hin. Und irgendwann ballert da was rein. Mal eher, mal später. Oftmals auch schon direkt beim Eintreffen an dem Spot, dass da sofort irgendwie ein Einschlag kommt oder nach dem ersten Jig. Also es geht relativ konstant gut hier an der Stelle. Einfach da hinten zu diesen paar Büschen einfach da vorne hinwerfen und dann gib ihm. Wir gucken natürlich gleich nochmal in den Kescher rein. Aber ich ziehe auch trotz allem vorher nochmal ein bisschen durch in der Nacht. Denn das interessiert mich ja, kriege ich vielleicht in der Nacht auch noch mal ein bisschen gezielter vielleicht den König getriggert. Dadurch, dass dann in der Nacht ja die anderen eher inaktiv sind. Bis auf Keter, ich glaube Keter ist auch noch in der Nacht aktiv. Dann gucke ich einfach noch mal, was in der Nacht geht. Aber so, wenn man das jetzt hier einfach so durchzieht und dann eben auch mit dieser Nylonschnur, durchaus schon mal eine Option. Kann man schon mal machen, warum nicht? Und dafür, dass es eben jetzt so eine dicke Schnur ist hier mit 27 Kilo Tragfähigkeit, das ist ja richtig, richtig viel, läuft das aber auch dafür echt gut. Also bin ich echt zufrieden mit. Ja, wie gesagt, ich teste jetzt noch ein bisschen weiter und dann gucken wir mal, was dann vielleicht noch die Nacht bringt und was der Kescher so bringt. Ja, also, die Nacht war auch nicht so richtig erfolgreich. Es sind viele Keterlachse da. Es ist ziemlich gemischt. Es sind die Könige da, meist aber eher unerwartet und dann da, wenn man sie nicht haben will. Trotz des großen und komplett übertriebenen Setups, also der dicken Schnur, sind doch einige spannende Brocken reingegangen. Gar nicht so verkehrt. Ja, und das ist dann natürlich auch ganz nett. Die nehmen wir auch hier mit. Dreimal den Keter für 100 Silber. Das ist natürlich angenehm. Die anderen Kandidaten sind gerade nicht drin und kommen auch nicht so schnell rein. Jawohl, also können wir normal verkaufen. Ja, der Königslachs für 100, das geht auch. Der Kleine für 60, naja, der macht dann auch nicht wirklich Theater. Wobei tatsächlich auf 15 Kilo ging der schon so ein bisschen ab, hatte auch ein bisschen Bock. Und der jetzt hier mit 15 Kilo auf 27 Kilo Schnur, den konnte ich so reinziehen. Der hatte gar keinen Stress. Und auch hier die Masus an der Stelle. Und das teste ich gleich nochmal weiter mit feinem Setup. Ich denke, ich werde das Belaya-Setup nehmen und dann den Weiko-Köder in Größe 8 wahrscheinlich. Oder 14, gleich mal gucken. Auf jeden Fall so ein bisschen kleiner reingehen und dann nochmal hier die Masus testen und suchen. Dann ist das doch alles in allem gar nicht so schlecht. Also, eine Stunde jetzt nochmal an der Stelle hier gewesen. Ich gehe nochmal eben zurück. Das war Stunde, Stunde, Stunde. Also bis hier. Eine Stunde 450 und davor 25 Minuten für 100. Naja, also in Gänze 500 plus nochmal die 100 im Café. Beziehungsweise wenn wir jetzt nur hier die letzte Stunde nehmen sozusagen. Also von hier bis da mit Kaffeeauftrag
400, 550 ist vollkommen okay. Eine Stunde die Nacht durchgenommen. Natürlich auch der große König dabei mit 100. Ja, schmeckt. Kann man machen, kann man rausziehen. Also es lohnt sich immer mal wieder auch an der Yama zu testen. Und ich teste nochmal weiter, auch mit verschiedenen anderen Schnüren. Vielleicht gibt es auch noch andere Schnur, die irgendwo interessant sein könnte. Ich gucke gerade nochmal eben kurz rein in die monophile Schnur. Ja, entweder komplett eben hier auf Mono gehen. Vielleicht auch einfach nochmal eine Mono mit 13 Kilo oder 18 Kilo. Weißt du was, die hole ich mir einfach mal beide. Einmal 18, ich glaube 13 habe ich sogar, nee, habe ich nicht. 13 nehme ich mal auch noch. So, das heißt, ich habe neue Schnüre und damit wird jetzt weiter getestet, ob damit auch noch ein bisschen mehr geht. Petri Lümmels, wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Das gefällt mir und hilft mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch und gleichzeitig auf YouTube. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Petri.